Zuerst war das eigentlich, hatte ich eigentlich geplant, ein ganz kleines Video zu machen, um mich zu präsentieren mit meinem neuen Song. Und irgendwie ist während dieser Phase der Konzeption des Videoclips ist sowas wie eine kleine Magie entstanden. Denn alle Leute, mit denen ich geredet habe, alle Leute haben mich motiviert, alle haben ihre eigenen Ideen beigetragen. Und am Ende ist es so geworden, dass wir ein Team hatten von 50 Leuten, dem ich bis heute sehr, sehr dankbar bin. Und alle hatten super, super Spaß während des Videodrehs. Wir waren nachher alle Party machen öfters und sind sehr gute Freunde geworden. Und ja, also es war phänomenal. Ich habe gar nicht geplant, Regisseur zu werden zuerst. Ich kam einfach nur mit ein paar Ideen zu dem Cinematographer von dem Clip und habe dann meine Ideen geschildert und meinte, du, was meinst du jetzt, wir sollen Regie führen, kannst du die Regie übernehmen? Und als er meine ganzen Konzepte gesehen hat, die ich mir aufgeschrieben hatte, meinte er, wieso, du bist doch der Regisseur, du hast doch alles ausgedacht. Und so ist es also geworden, dass ich im Endeffekt Regie geführt habe. Und das war ein bisschen kompliziert, das war ein bisschen tricky, denn es gab Szenen, wo ich auch nackt sein müsste. Das hatte ich natürlich selber konzipiert, das war meine eigene Idee. Und es ist schon ziemlich kompliziert, wenn du in dem einen Moment die Leute dirigierst und sagst, so, du machst jetzt das, du machst das und ich möchte das Licht so und so haben. Und auf einmal sagst du, so Leute, jetzt seht ihr den Regisseur nackt. Und dann ziehst du dich einfach aus und musst damit leben, dass dich eben dein Team nackt sieht. Ich wollte einerseits zeigen, dass wir alle individuell und verschieden sind. Andererseits wollte ich aber, da wir im Clip also auch negative Charaktere haben, wie zum Beispiel den Sadomasochisten, der mit Gott und dem Glauben auf einmal ankommt und ein Jesus sich an die Nippel hängt und schwingt. Das sind also etwas negative Geschichten und Gestalten, die ich damit reingebracht habe. Deswegen wollte ich am Ende zeigen, ich wollte eine Entblößung der Seele zeigen. Ich wollte zeigen, dass wir in uns allen rein, pur und gut sind. Und gerade deswegen wollte ich, dass die Finalszenen nackt sind, so wie uns Gott erschaffen hat und so wie wir. Purer können wir nicht sein, das sind wir. Und deswegen sind nach diesen ganzen Gekämpfe von gut und schlecht und von Religion und Nicht-Religion, habe ich am Ende, werde ich sozusagen wiedergeboren, könnte man sagen, in meiner modernen Interpretation von Michelangelo's Pietà. Ich bin in den Armen von Yosemite. Danach sieht man halt die Szene von mir und der Protagonistin. Wir kommen uns entgegen, finden den Weg zueinander sozusagen und repräsentieren so eine kleine Genesis. Und ich habe meinen Glauben wiedergefunden. Deswegen ist das die letzte Szene. Ich halte das Kreuz hoch und habe meinen Glauben wiedergefunden. Ich glaube an das Gute im Menschen. Und an den Glauben. Es muss nicht Gott sein. Es kann auch, man kann das Universum nennen, Weltgeist, Buddha. Jeder glaubt an etwas anderes, aber man muss an etwas glauben. Positive Vibration, genau. Lara Jacobs zum Beispiel ist eine super Performerin vom Cirque du Soleil und ich bin super dankbar, dass sie mitgemacht hat mit ihren eigenen Kreationen. Wir haben einmal das Pferd von ihr im Clip, das sind zwei Frauen, die ein Pferd darstellen, und einmal ist sie mit Feuer im Clip. Dann haben wir noch Yosemite. Mit Yosemite bereite ich gerade ein Lied vor, Sound of New Pussy, und wir sind Freunde geworden und ich habe ihn einfach gefragt, ob er im Videoclip mitmachen möchte für meine Pietà-Szene. Und natürlich hat Yosemite sofort mitgemacht. Gleichzeitig haben wir Melanie Gaidos, sie ist sehr, sehr interessant. Ihr Kopf ist deformiert, sie hat keine Zähne, sie hat keine Haare. Aber das tut überhaupt nichts, das ist überhaupt nicht schlimm. Sie hat einen wunderschönen Körper und gerade deswegen wird sie gerade sehr, sehr viel gebucht für verschiedene Hollywood-Produktionen, für Filme, für Fashion-Editorials. Und als ich überlegt habe, wen ich alles fragen kann für mein Video, kam sofort Melanie in meinen Kopf. Denn sie ist sehr, sehr, sehr speziell. Und es gibt eine Szene, wo sie in den Spiegel guckt und auf der anderen Seite des Spiegels sieht sie eine schöne Frau. Und in dieser Sekunde singe ich, what you see is not me, is the creature. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wer ist denn die Creature? Ist sie die Creature oder ist die andere die Creature? Man weiß es nicht. Und gerade das will ich ein bisschen, ich möchte die Leute ein bisschen zum Nachdenken bringen. Ist es überhaupt nötig, zu differenzieren, wer so ist und wer so? Vielleicht sind beide die Richtigen. Bianca Hirsch, das Hauptmodel, die glücklicherweise sich im Namen der Kunst überreden lassen hat, nackt abfotografiert zu werden für die finale Szene. Danke Bianca dafür, du bist super, du hast einen super Körper.
Merriman ist ein super Performer von The Box, einer der exklusivsten Clubs in New York. Dort gehen Leute wie Madonna, Beyoncé sind Gäste. Und Merriman ist also ein Contortionist, der sich verbiegt nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Und der hat auch im Namen der Kunst gesagt, ich unterstütze dich und mache ein Video mit. Und wie ich gesagt habe, habe ich 2,5 Jahre lang in New York gemodelt. Was immer sehr interessant ist, vor allem für die bulgarischen Medien. Die finden es immer super, dass ich für die ganzen Designer gelaufen bin. Aber was die wenigsten wissen, ich habe sehr, sehr viele Remixe und Songs produziert für verschiedene internationale Künstler. Zum Beispiel für Oscar Leuer, den man in Deutschland kennen müsste, denn er hat in 2009 in Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten, habe ich ein ganzes Album produziert. Ich habe gleichzeitig auch noch Remixe gemacht für den französischen Star Academy Sänger Jérémy Amelin. Dann auch noch für Universal Music, wo ich einen Remix gemacht habe für Frank Music und Far East Movement. Gleichzeitig habe ich in Bulgarien Songs geschrieben für Andrea, eine sehr berühmte, sehr, sehr, sehr berühmte Sängerin gerade in Bulgarien. Für sie habe ich einen Remix gemacht. Und für Reni, das ist so eine Balkan-Pop-Folk-Diva, sehr berühmt in Serbien, auch in Bulgarien. Für sie habe ich mehrere Songs gemacht, auch Remixe. Jetzt kommt erstmal Yosemite mit unserem Song Sound of New Pussy. Ein sehr, sehr, sehr interessanter Song mit einem sehr provokativen Titel Sound of New Pussy. Extra so gewählt, damit die Leute sofort Interesse finden. Und je mehr sie sich mit dem Song beschäftigen, desto mehr werden sie rausfinden, dass der Song eine tiefere Message hat. Yosemite selber ist ein sehr, es ist ein Avantgarde-Künstler aus New York. Performt in The Box, in Pascha, Ibiza, sehr, sehr vielen Clubs international. Und seine Message mit seinen Performances ist, dass die Seele kein Geschlecht hat. Sehr, sehr ähnlich wie meine Message mit Creature Me, dass wir alle individuell und anders sind und dass wir uns nicht diskriminieren sollten deswegen. Und mit Sound of New Pussy haben wir verschiedene Sachen kombiniert. Wir haben traditionelles buddhistisches Chanting, wie man vor 3000 Jahren also auf Altchinesisch gepredigt hat, haben wir verbunden mit modernen Dubstep- und Elektroelementen. Und damit möchten wir also einen Bogen schlagen zwischen Vergangenheit und Zukunft und diese unique Message an die Leute bringen, dass die Seele kein Geschlecht hat. Mit der Musik genauso wie mit dem Clip und mit den Performances.